Mit Heiko Hansen als Mentalcoach, also weiterer Co-Trainer-Posten in unserem Team. Ja, ein erfahrener Fachmann, den ich in Wolfsburg kennenlernen durfte. Und nach den Gesprächen mit dem Verein, jetzt auch in der Winterpause, hat sich das halt jetzt als machbar herauskristallisiert. Und deswegen haben wir da jetzt ziemlich zügig dann Kontakt mit Heiko aufgenommen und freuen uns, dass er jetzt zum Team gehört. Meine Aufgabe sehe ich darin, zusammen mit dem Trainerteam und auch den Spielern, die Spieler mental so stark, eine effektive Strategie und Gefühl und ich will das und ich kann das mitzugeben, dass die ihre Aufgabe, die sie dann auch verdammt nochmal zu erfüllen haben, auch als Profi, dann noch so optimal umsetzen können wie am Samstag. Und so hatte ich nochmal mit 4 Spielern vorher Mentaltraining, 4, 5 Spielern und das hat dann ja super funktioniert. Das macht Heiko hervorragend, er hat halt auch einen praktischen Ansatz und nicht nur wie viele in dem Metier so diese Theorie und so ein bisschen da mal einen Test und dort mal einen Test und dann so ein bisschen versuchen sie da irgendwas zu machen, sondern Heiko ist eher so Praxis am Spieler, über Training, über Spiel beobachten, schauen, ja, wie gibt er sich, wie guckt er nach Rückstand, wie hat er eine Körpersprache nach Führung und solche Dinge nehmen wir halt auch mit auf und ich sag mal, jetzt in der Phase, denke ich, ist es nochmal besonders wichtig, auch so ein bisschen diesen Stimmungsumschwung hinzubekommen, ja, so dieses Zurückhalten, was wir so hatten, in Aktivität nochmal im Kopf zu trainieren. Ja, und dann noch für die Zukunft, wir wollen erfolgreich sein und wollen erfolgreich werden und auch im Erfolg ist es wichtig, Dinge zu trainieren im Kopf, ja, Erfolg zu trainieren und dafür ist Heiko da und deswegen denke ich, ist das für eine Mannschaft generell ein absoluter Mehrwert. Was brauche ich dafür, um zu siegen? Was brauche ich dafür, auch mental, um guten Fußball zu spielen? Was brauche ich als Mannschaft, auch an Verabredungen, an Punkten, die für uns auch emotional klar sind? Sind wir eine Mannschaft, die gerne Wettkämpfe haben oder sind wir Trainingsweltmeister? Und ich erwarte von Profis, dass sie Wettkämpfe lieben, dass sie in den Wettkampf gehen, so wie am Samstag und von der ersten bis zur letzten Minute das Ganze bestimmen. Und dafür müssen alle miteinander das Gleiche wollen, zu dem gleichen Ja sagen, das ist ganz wichtig, und dann gemeinsam, wie sagt man so schön, malochen, um dann den Sieg dafür zu bekommen. Deswegen ist natürlich immer das Erste das Sportliche, ja, und dann guckt man natürlich, was zu dem Sportlichen dazukommt, was brauchen wir für das Spiel oder was brauchen wir auf der Position, das ist vielleicht besser beschrieben, was brauchen wir auf der Position, was brauchst du für einen Typ, was können wir aus dem Typ, den wir haben, mental dort noch rausholen, ja, also ihn so vorbereiten, dass er am Wochenende ins Spiel geht, vom Kopf gut vorbereitet, aber auch fußballerisch, taktisch gut vorbereitet. Wenn man Mentaltrainer bei Bayern München wäre, hat man sozusagen noch ein paar andere Aufgaben. Aber diese Aufgabe, eine Mannschaft so zu formen, dass sie eine Leistung zeigen kann wie am Samstag und mit den Verantwortlichen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, das ist eine Herausforderung, wie ich sie mag und wie ich sie im Leben auch schon oft gehabt habe und deswegen auch weiß, was zu tun ist. Und Duisburg hat für mich die exzellente Basis eigentlich, Mentalität, Solidarität mit einer Siegstrategie zu verbinden, wenn man aber auch innovativ ist. Also brauchen wir auch Spieler, die weiterdenken, Spieler, die aber auch konsequent sind. Und viele Vereine sind inkonsequent. Viel Blabla, viel Gerede. Viele Machtspiele, viele Intrigen und damit wirst du nie Erfolg haben. Weil Duisburg war für mich immer ein Verein, ich komme noch so aus 70er, 80er Jahre, als ich angefangen habe mit Fußball. Und Duisburg war für mich immer Mentalität. Wenn es gegen Duisburg ging, damals war ich noch HSV-Fan, da wusste ich, oh, jetzt gibt's auf die Socken. Und das wird nicht einfach, da muss man was für tun, um zu gewinnen. Und genau das braucht diese Mannschaft auch. Genau das ist für mich auch Duisburg. Wo Fußball gelebt wird, wie im englischen Fußballstadion. Und ich habe das Stadion gesehen und ich finde es fantastisch. Ich finde, wenn die Fans gut drauf sind und die Mannschaft positiv unterstützen, ist eine Stimmung in dem Stadion, die erstligareif ist. Und das ist für mich auch das Ziel, das ist für mich das größte Kompliment. Und es geht immer darum zu gewinnen, Victory, nichts anderes.
Warum soll ich das sonst machen? Für ein Unentschieden oder ein gutes Spiel ist doch egal. Es geht darum. Das ist das Gefühl, was wir am Wochenende erleben wollen. Zusammen mit den Fans auch. Zusammen auch mit der Stadt. So, dass es genau das hat. MSV. Mentalität, Solidarität und Victory.